Gut. So, hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Castle Crashers Together mit Infaust und dem Ego Schlüter. Und seid gegrüßt, Volk. Und kannst du mal aufhören hier zu laufen? Okay. So, wir beginnen einfach mit dem ersten. Ich drücke jetzt einfach auf Start. Oh, es funktioniert sogar. Und ein übler, böser Magus entführt den Kristall. Ja, und wir kloppen jetzt alles nieder, um ihn wieder zu holen. Ja, also wer es nicht kennt, Castle Crashers ist wohl ein Brawler. Ja, im Newsground-Stil. Und gleich vorweg erwartet ihr jetzt keine sonderlichen Spielleistungen. Das ist nämlich kacke zu kommentieren und gleichzeitig zu spielen. Ja. Man hat im Grunde seinen Standardangriff, hat schnellen und schweren Treffer. Kann zaubern. Wenn ich die richtige Taste finde. Und mit Pfeil und Bogen man hat eine Reihe von Zusatzwaffen. Jetzt im Moment zum Spielbeginn nur den Bogen. Das Spiel kam schon vor einer ganzen Weile. Ich verwechsel es immer entweder für die Xbox oder für die PlayStation raus. Ich glaube aber PlayStation Network. Ich glaube aber Xbox Live, aber ist egal. Stimmt, es empfiehlt ja Xbox Controller, ja. Also Xbox Live. So, oh mein Gott! Sie entführen Prinzessin. Ah, die Prinzessin. Was uns ja zur aktuellen Diskussion führen dürfte, ich weiß nicht, wer die Diskussion Tropes vs. Women in Videogames mitbekommen hat. Tropes vs. Women ist ein englischsprachiger Kanal, in dem immer wieder die Darstellung von Frauen in Medien aufgegriffen wurde. Und die hatten zuletzt einen Kickstarter gemacht, um eine Folge über Frauen in Videospielen zu machen. Und die gute Dame sagt da viel Wahres. Es geht halt quasi darum, dass halt so der typische Plot ist halt irgendwie so, der Kerl rettet die Frau. Vor dem Drachen. Und dass Frauen, ja, es beginnt also viel halt mit den Mario-Spielen oder halt auch Zelda. Und dass halt quasi Frauen immer nur nutzlos dargestellt werden und die Männer sind halt großen Helden. Bayonetta, Tomb Raider, Bazooka Shoe. Ja, ich aber halt auch, dass es sehr viele starke weibliche Charaktere gibt. Auch halt kommen halt. Ich treff nix. Will ich ein Schwert kaufen? Ist das Schwert besser als mein Hammer? Man kann in dem Spiel auch verschiedene Waffen kaufen. Und Tränke. Freischalten, Tränke. Tränke sind, ich hab Geld für Tränke. Ich bin. Wie geht das? Gehst du mal weg? Ich sehe nichts, genau. Wo habe ich denn Geld? Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Tropes vs. Women irgendwo. Ja, genau, dass sie halt starke weibliche Charaktere komplett weggelassen hat. Und sie schlägt dann irgendwann so eine Brücke, dass das schon in 40er Jahren seinen Ursprung hat in Kinofilmen und so. Naja. Da gibt's doch diese legendäre Szene, in der so eine Frau wird an die Schienen gebunden. Keine Ahnung, welcher Film das ist. So, ach, die Weißen gehören zu uns. Und jedenfalls man sagt, ich gebe der Frau im Grundessenz recht. Es ist aber dann auch. Ja, sie kommen dann in eine komische Richtung auch, oder? So, Es gibt ja auch Filme zu Tomb Raider, zwei Stück. Und da ist es auch voll die Superfrau, die alles kann, also von dem her.
Eben, und schon lange vor, ich meine, vor Lara Croft hatten wir schon Samus Aran. Ja. Gut, ich meine, bei Lara Croft ist immer noch so ein bisschen das Ding, naja, es wird dann auch ihre Titten reduziert. Ne, die neuen immer. Bei Samus kann man das nicht wirklich sagen. Ja. Und mal ganz ehrlich, die viereckigen Titten von Lara Croft haben wir früher noch nie angetört. Ja, also ich weiß nicht, wen sowas anhört. Aber es haben ja auch nicht nur Kerle Tomb Raider gespielt. Genau. Das ist eins der Spiele, die auch Frauen spielen. Viele, die halt sagen, durch diese Spiele, durch die Tomb Raider Spiele, sind sie ans Videospielen rangekommen. Weil das halt plötzlich so die erste Frau auch war, die groß aufgetrumpft hat. Ja. Man muss auch sagen, es gibt ja in dem Spiel, man kann viele verschiedene Charaktere freischalten und startet quasi mit den vier Castle Crusher. Das ist der rote Ritter, der orange, der blaue und der grüne. Und dann gibt es je nachdem, ob man die PC-Version hat oder die Xbox-Version, unterschiedliche zum Download. Zum Beispiel müsste PC exklusiv sein, den Charakter, den ich habe, den Blacksmith. Für den PC gibt es dann noch den Pink Knight. Und ansonsten gibt es tonnenweise frei zu spielende Charaktere. Diese weißen Ritterkammer ist, glaube ich, der erste Charakter, der man frei spielt. Man kann hier diese Banditen spielt man frei. So ziemlich jeden humanoid aussehenden Gegnertyp müsste man meines Wissens frei spielen können. Schwierigkeitsgrad vom Spiel, würde ich sagen, ist akkurat. Ja, es fängt zwar sau einfach an, aber es geht sehr schnell, wird es schwerer, glaube ich. Ja, aber ich sag mal, Golden Axe hat einen damals gleich in die Eier gedreht. Ja gut, es ist halt aber auch schon wegen her und Spiele werden ja immer leichter angeblich. Ja, nicht leichter, sie werden vereinfacht, würde ich sagen. So, ja, der erste Mid-Boss. Ach ja, das war der Wagen, der hat hier Bomben droppt. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm zu Papa. Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Knock, 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 ja. Cool, neue Combo. Ich sehe nichts mehr. Die Combos werden später im Spielverlauf relativ wichtig, weil die Angriffe ein bisschen unterschiedliche Wirkungen haben. Und ich glaube, die vierte Magiestufe lässt sich durch einen Combo freistellen. Wieso? Achso. Ich bin der mit den Hörnern. Drum läuft meine Figur nicht, wie ich will. Das erklärt einiges. Kommt jetzt auch ein neues Star Trek Spiel. Das heißt auch einfach nur Star Trek. Ja, das ist irgendwie so die neuesten Mode, wenn irgendwas neu rauskommt, man macht keine Ziffern mehr oder Zusatztitel. Reboot. Genau. Devil May Cry heißt Devil May Cry. Tomb Raider heißt nur noch Tomb Raider. Und es ist vor kurzem Teil 4 angekündigt worden, beziehungsweise bei uns hieß die Reihe anders. Dark Project? Genau, bei uns Thief 4 oder so. Genau, und dieses Spiel heißt einfach nur noch Thief mit der 4 als im Namen drin. So. Ah ja, sie schlafen, dass wir uns heldenhaft wieder machen. So. I smack your villain. And I'm supposed to be level 3. Oh. Weil dieses Star Trek soll ja auch jetzt nicht so adventure-mäßig laufen, sondern es wird ein Co-op-Shooter. Von dem man allerdings nicht viel gesehen hat bis jetzt, außer ein paar Screenshots. Hat der Shooter nicht mal so schlecht abschneidet, meines Wissens. Gut, mir fällt zwar jetzt nur Honor Guard ein, aber das
muss eigentlich gut gewesen sein. So. Und Tür einschlagen. Ja, aber das ist eh so ein Trend. Das kommt jetzt dann auch Star, nicht Star Trek, sondern Star Wars. 1313. Auch ein Shooter. Ja gut, Star Wars Shooter. Gab's ja schon mehrere, ja. Stimmt. Und zwar einen guten Dark Forces. Auch wenn später ja nicht mehr wirklich ein Forscher war. Ein Shooter war. Ich bin da nie so weit gekommen. Ja, bis zu diesem Matsch-Level. Schlamm-Level. Ich bin im Vierer im ersten relativ weit. So, der erste Bosskampf. Oh, oh. Und wir holen uns die Prinzessin zurück. So, ich glaube, den Kleinen sollten wir platt machen. Oh. Okay. Der ist ein bisschen größer. So ein bisschen. So, ich glaube, den Faustschlag müsste man sogar blocken können. Seinen Schildspike-Angriff nicht. So, darfst du dich QTI-mäßig befreien? Ach so, man muss ja nach links und rechts, jetzt habe ich es. Also gerade hat er mich trotz Schild getroffen mit dem Faustschlag. Es kann aber auch sein, dass ich zu spät getimt habe. Oh, wo bin ich denn? Sieht mich jemand hier? Manchmal, wenn hier so wie auf Landkarten, die sind hier Pfeile praktisch. Ich hatte doch irgendwo mal einen Trank, den werde ich jetzt konsumieren. Als mich eben fast erwischt hatte, ich komme normal im Sinkler ja relativ weit, bevor ich überhaupt mal tot gehe. Das hat mich nur mein Drang gerettet. Von daher echt Respekt, Leute, die Beat'em-Ups und so wirklich gut kommentieren können, weil es ist ja stressig. Errungenschaft freigeschaltet. Aber frag mich nicht was. Hast du das auch? Du könntest diese Errungenschaft haben, dass du keine Magie eingesetzt hast. Ach so. Gold. So, ja, jetzt haben die natürlich gut. Die meisten Personen wieder mitgenommen. Aber eine gibt's noch und die müssen wir jetzt kämpfen. Oh je. Bring it on. Was war das jetzt? Ich hab die Tesla-Spule eingesetzt. Ah. Nein, ich werde von dir nur wieder niedergebietet. Dabei mache ich gar nichts Scheides. Okay. Was ist denn jetzt? Ja. Ach so, wenn man den Bogen nicht ausgewählt hat, kann man dann mit dem Bogen schießen. Ich weiß doch gar nicht, was ich da mache. Drück einfach immer irgendwas. Ich treffe aber nichts. Jetzt habe ich dich, glaube ich. Na, komm her. Oh, die Hitboxen sind teilweise schwer zu treffen. Da lässt Golden Axe wirklich grüßen. Die haben keine Hitboxen. Das Reden aufhören, sonst macht mich der Button Smasher hier nieder. Button Smashen for the win. Was anderes kann ich nämlich nicht, aber ich bin tot. Ja. Und die Prinzessin ist mein. Auf Spielerwahl waren.
hast nicht alle deine Fertigkeiten. Hast du jetzt richtig aufgestuft, wenn dann kannst du mit Y nochmal. Ah ja, ich hab das nämlich irgendwie weiter gedrückt. Genau. Und die vier Symbole, das oberste ist die Angriffsstärke, das darunter war die Magie. Dann dieses Schild ist natürlich die Verteidigung. Das letzte ist Geschwindigkeit, die ist für Bogenschießen und Bewegung zuständig. Gut, wenn wir quasi übers Meer wollen, müssen wir erst diese drei Reliquien suchen. Oh, Sideplot. Waldeingang. Gut. Jetzt kommt die Kaufhausmusik. Ich fand die Musik vorher wesentlich besser. Ja. Die Kaufhausmusik passt doch voll gut hier zum Sherwood Forest. Ja. Ah, man kann aber auf den... Ha. Der Ritter in der Kampf, wie in Skyrim. Oder wie in Golden Axe. Denn unsere Prinzessin, lasst ihr die... Oh, blöde Katze. Wir hätten in der Zeit, in der wir hier stehen bleiben mussten, ja, wieder knüppeln können. Das ist was keine Cutscenes machen. Ey, was... Oh. Der dumme Pöbel, was fällt ihm ein? Es gibt ja aber auch Spiele, das sind eigentlich Cutscenes. Also, das ist aber auch wirklich so gedacht dann. Heavy Rain oder so ist ja mehr Film wie Spiel. Ja, ich meine, wem es gefällt, ich bin da nicht so der Fan davon. Nee, weil wenn ich das Spiel, wenn ich das zocken will, dann auch was mit spielen kann und nicht, wo ich irgendwie nur ein, da kann ich auch einen Film schauen dann, also. Ja, eben. Ich meine, Story und so muss ziemlich gut sein, aber du klaust mir hier mein Obst. Ja. Raptor werde ich fressen. Zack, zack, zack. Ja, niemand kann mich auffallen. I come again for you. Wolltest du auf mich schießen? Aha. Halt. Den Dino nicht vergessen. Wenn wir den Dino haben, ich muss hier kurz mal das Gemüse aus den Bäumen schlagen. Na, oh, man muss teil... Ja. Und letzte Angriffswelle im Level. Da wäre jetzt eigentlich diese Mad Moxie Halt Musik auch cool. Die Horde Wave. Ja. Die wollen ja jetzt für Borderlands 2 auch wieder irgendeinen Charakter nachträglich einführen. Spielbaren. War das die. Gibt's diesen komischen Technomancer? Macromancer gibt's schon länger. Aber die führen jetzt wohl noch eine neue Klasse ein. Und zwar wollen die den auf der PAX East oder so vorstellen. Und dann noch irgendwie. Oh. Die Levelgrenze anheben. Auf die Packs würde ich ja wirklich gern mal gehen, aber... Ist ein bisschen weit weg. Ja, da wollen sie ja auch Battlefield 4 ankündigen und Saints Row 4 und Assassin's Creed 4 und wenn es jetzt schon 20 Call of Duty Teile geben wird, hätte ich gesagt Call of Duty 4, aber... Ja, Modern Warfare 4 wahrscheinlich. So, in diesem Wald geht irgendetwas vor sich. Ja, und Blizzard will ja auch irgendwas ankündigen, allerdings auf der, ja, glaube auch auf der PAX. Und es ist nicht genau, großes, ja. Und es wird keins ihrer... Keins zum bestehenden Franchise, also kein StarCraft-Zeug, kein Diablo. Kein WoW. Gut, ich meine, es gab ja auch erst Diablo 3, es gab ja auch erst StarCraft 2 Add-on, es kam auch erst Mists of Pandaria oder so für WoW. Von da müssen sie mal was Neues aufbringen irgendwie. Backbone neu auf. Ich krieg die Kiste nicht auf, weil ich so blöd bin, mich richtig hinzustellen. Oh, Rage! Ich meine, vielleicht bringen sie ja ein Spiel raus ohne Auktionshaus, das wäre mal gut.
Oder sie bringen das Aktion, dass es eigentlich spielt. Ja, das wäre auch gut möglich. Wobei das ja dann fast der Diablo-Add-on wäre irgendwie wieder. So, ich will jetzt diese Kiste aufmachen. Gehst du jetzt? Ah ja, ich habe einen Schinken. Ich habe einen Schnitzelkolopfer. Oh, Rose verfolgt mich. Rose? Kannst jetzt meinen Hammer nehmen, der. Jetzt ist er weg. Der hätte deine Stärke um 3 erhöht, dafür wirst du um 1 langsamer machen. Oh, jetzt kommt dieser Bär. Wie? Dich hat's erwischt. Ich erwisch's da immer. Ah, da ist ein Alien. Ich überlasse dir das Pet. Man sammelt im Laufe neben verschiedenen Waffen auch Pets ein, die zusätzliche Effekte haben. Jetzt hier dieses grüne See, was auch immer, Pferdchen vom Ego, lässt einen sich im Wasser besser bewegen. Und irgendjemand hat mich gerade über Skype angeschrieben. Das war wahrscheinlich Blizzard, das hat gemeint, wir machen gar keine Optionshaus mehr. Peter Molyneux ruft jetzt bei mir an und beschwert sich, was ich von der Scheiße labe. Peter Molyneux, ja, der hat ja auch immer so tolle Projekte. Sein letztes Spiel war ja auch so toll. Ein Spiel fürs Handy, wo man ein Klötzing abbauen kann. Und wer den letzten Stein abbaut, kriegt als einzige die Belohnung. Und 50 Millionen Dino-Mark. Ja, man kann sich aber auch Ingame-Items für irgendwie 50.000 Euro kaufen oder so. Also bis zu 50.000 Euro, ich weiß es nicht. Aber es war so, waren so sehr hohe Beträge im Raum standen, auf jeden Fall. Peter Molyneux ist ziemlich hartnäckig, der hat schon wieder. Ach, das ist, glaube ich, die Waffe erhöht die Magie. Ja, ich sehe es nicht, aber meine Leiste davor im Weg ist. Ich nehme die Axt. Ja, die ist schlecht. Die Axt hat dafür hat sie die Chance auf kritische Treffer. Du kannst auch den Rudelwedel-Dings da nehmen. Ich kämpfe mit meinem Schnitzelklopfer hier weiter. Ja, in Video Nummer 2, glaube ich, weil irgendwie hat meine Aufnahme gerade so ein leichtes Signal gegeben, dass er irgendwie stehen geblieben ist, also eine neue begonnen hat. Ich glaube, also wir sind schon Level nochmal. Wir sind schon im zweiten. Nee, es geht ganz normal weiter, aber wir sind auf jeden Fall schon im zweiten Video, wenn nicht. Also, okay. Schon ein bisschen weiter. Weil es gibt ja hier keine Begrüßung mehr extra. Da, setzt du das Geld da, also. Zustände. Was sind das? Sendung. Puff. So. Das ist etwa so ein Schatz-Dämon-Goblin-Teil. Das ist irgendein nutzloses Monster. Gearbeitet wird woanders. Das ist Schätze klaut. Ja, weißt du, was gibt's in Diablo 3 doch auch? Schatzgoblins. Und die haben sie aus Golden Eggs. Die klauen aber auch nur, ey. Da entwickeln die 9 Jahre an einem Spiel. Da oben ist es geklaut. So, na, komm her. Tack, du bist Schnitzel. Cause der Schnitzelklopfer is coming on you. Hattest du schon Rose Online einen Schnitzelklopfer? Ja, deshalb habe ich hier wieder einen. Hey, Geld. Bleibst du? Warum rennen die jetzt neuerdings weg? Ja, da ist eine Wand, da kommst du mal weg. Die Mauer muss weg, mein Freund. So. Gehen wir doch mal nachschauen, was die da geängstigt hat. Ah, die haben eine Geldangst. Oh, die Truhe müssen wir noch lassen, da ist was Essen drin, das wir später brauchen. So, die sind geflohen. Ach, jetzt kommen diese komischen, was auch immer das Trolls sein sollen, Teile. Und die mobilen Troll-Spawner hier. Mobile Spawner. Gibt's noch einen Torchlight? Wobei ich den Level hinter mir habe, den Torchlight und spawnen. Bist du schon bei den Vögeln, die sie aus Borderlands geklaut haben? Wenn du die Rex meinst, ja. Prügelst dir alles von links nach rechts und ich bin meine Spielfigur nicht mehr. Ach, ja, da bin ich ja. Das ist halt. Da. Ich will euch klein, ihr interessiert mich gar nicht, ich will den großen.